Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Ich habe gerade eine ganz schnelle vegane Käsesoße ausprobiert und das wollte ich mal eben mit euch teilen. Das sind die Zutaten, die wir dafür benötigen. Salz habe ich hier noch vergessen. Im Einzelnen zeige ich euch das jetzt gerade mal. Das hier ist ein Päckchen Kokosmilch, das sind 150 Milliliter drin. Das habe ich jetzt in einen Topf gegeben. Dann dazu 3 Esslöffel Hefeflocken. Dann brauchen wir Speisestärke. Je nach Wunsch, wie dick die Soße werden soll, 1 bis 2 Esslöffel. Ich habe jetzt hier 2 gestrichene verwendet. Etwas Salz, einen Teelöffel Zwiebelpulver, einen halben Teelöffel bis ein Viertel Teelöffel, je nach Geschmack, Knoblauchpulver und eine Prise, das ist aber optional, geräuchertes Paprikapulver. Das Ganze unterrühren, aufkochen lassen und fertig ist die Soße. Schmeckt genial, total lecker. Je nachdem, wie gesagt, wofür ihr die verwenden wollt, könnt ihr die etwas dicker machen oder etwas flüssiger, für einen Auflauf oder so ein bisschen flüssiger. Wenn man jetzt Nachos reindippen möchte oder so, vielleicht ein bisschen fester. Ja, probiert es mal aus. Super lecker, in 2 Minuten fertig. Und das ist ja sowieso das, was ich liebe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.